mit seinem Taktstock dirigiert. Daniel, kannst du mal dieses Ding zeigen und mal erklären, warum du beim Dirigieren diesen Taktstock in der Hand hast? Also vor hunderte von Jahren, als es erstmal Dirigenten gab, man hatte keinen Taktstock. Und der Dirigent stand vorne und hat so mit einem riesen Stock den Puls gegeben, so auf den Boden. Und natürlich, das kann die Musik ein bisschen stören, weil es macht viel Lärm. Und der ist ein ganz berühmter Komponist und Dirigent, der hat seinen Fuß getroffen und hat sich sehr schwer verletzt damit. Also wir meinten, das ist keine gute Idee. Genau. Oder? Ja, genau. Lully heißt er. Ja. Dann hat man manchmal auch Papiere so zu zeigen, weil dann es schweigt. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, dass ein Taktstock, das hilft, weil der Dirigent versucht mit dem Körper die Musik zu zeigen, seine musikalische Vorstellung, alle Musiker zu zeigen. Und der Taktstock hilft, dass wir das auf einen Punkt bringen. Okay. Das heißt aber auch im Laufe der Jahre hat sich das verändert, von einem Stock zu Papier zu einem Taktstock. Und jetzt machen wir mit dieser Veränderung weiter. Ich habe mir nämlich überlegt, ihr habt Geburtstag, du damit auch. Und wir können ja mal abstimmen. Ich habe ein paar Sachen dabei. Du könntest ja auch mit so einer Faunfeder dirigieren. Oder? Gibt es? So. Ich hätte sonst aber auch noch so einen Wischmopp. Besser? Ja. Ich könnte aber auch noch anbieten ein Laserschwert. Oder, was, ich habe noch mehr dabei. Zum Beispiel auch diese sehr gut gereifte Salami. Also ich finde, wir können ja abstimmen. Ihr könnt entscheiden, womit Daniel dirigieren soll. Wir machen... Stopp, Freunde. Also, wir stimmen ab. Und zwar müsst ihr mit Applaudieren abstimmen. Ihr müsst mit Applaudieren abstimmen. Und das, was am lautesten Applaus bekommt, wird dann der Dirigentenstab. Also, wer ist für diese Faunfeder? Faunfeder, meine ich. Nicht so doll. Ich pack's schon mal weg. Wer ist für den Wischmopp? Okay. Wer ist für das Laserschwert? Stopp! Wer ist für die Salami? Es ist eindeutig, es ist das Laserschwert. Also dann würde ich an der Stelle sagen, ja, darfst du auch behalten? Bist du einverstanden, wenn du eine Runde damit dirigierst? Aber ich freue mich total. Sehr gut. Und dann jetzt wieder Konzentration.